Eine fachübergreifend wichtige, aber oft unklare Frage ist die Nutzung fremder Materialien in der eigenen Lehre. Der folgende kurze Videokurs behandelt die zentralen Fragen unter unmittelbarem Rückgriff auf das Gesetz, sodass Sie stets wissen, wo die für Sie wichtigen Fragen geregelt sind. Der Schutz fremder Ideen ist in Deutschland im Urheberrechtsgesetz, nicht etwa Urhebergesetz, geregelt. Mit vollständigem Namen heißt es sogar Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte, da außer dem Urheberrecht auch Leistungsschutzrechte, etwa an schlichten Fotografien oder für Leistungen von Sängern und Schauspielern geregelt sind. Das Urheberrechtsgesetz wurde vom Deutschen Bundestag im Jahr 1965 beschlossen und seitdem selbstverständlich oft geändert. In den letzten Jahrzehnten hat die Europäische Union erheblichen Einfluss genommen. Insoweit hat der aktuelle deutsche Gesetzgeber zunehmend wenig Spielraum. Dennoch wurde für die Lehre mit dem Gesetz zur Angleichung des Urheberrechts an die aktuellen Erfordernisse der Wissensgesellschaft oder kurz Urheberwissensgesellschaftsgesetz 2018 eine inhaltlich grundlegende Neufassung der für Sie relevanten Schrankenbestimmungen vorgenommen. Allerdings, ob diese Regelung dauerhaft erhalten bleibt, ist unklar. Die Regelungen sind nämlich bis März 2023 befristet. Wenn sie nicht verlängert werden, könnte die gesamte Nutzung fremder Inhalte in der Lehre außerhalb des Zitatrechts unzulässig werden. Das Urheberrecht ist ein Schutzgesetz. Was es schützt, ergibt sich aus § 1 und 2. Es geht um persönliche geistige Schöpfungen im Rahmen von Literatur, Wissenschaft und Kunst. Der Maßstab ist dabei keineswegs hoch. Alles, was über das Alltägliche hinausgeht, wird erfasst. Das Urheberrecht ist medienneutral. Es umfasst Texte, Tonaufzeichnungen und Filme in gleicher Weise. Auch die Form der Darbietung ist rechtlich irrelevant. Papier- und Overhead-Folien werden ebenso umfasst wie USB-Sticks oder die digitale Übermittlung per Internet. Vom Schutz ausgenommen sind die für Juristen zentralen Primärquellen. Urteile und Gesetzestexte sind als solche gemeinfrei. Das heißt, es gibt kein Urheberrecht an ihnen, sodass sie sogar ohne Quellenangabe beliebig vervielfältigt werden können. Zudem hat der Schutz auch ein Ende, nämlich 70 Jahre nach dem Tod des längst lebenden Miturhebers. Da es um den Tod und nicht etwa um das Erscheinen des Werkes geht, müssen Sie hierzu freilich das Sterbedatum kennen. Sonst können Sie sich auf dieses Datum nicht verlassen. Die zentrale Folge einer Urheberrechtsverletzung ist die Beseitigung der konkreten Beeinträchtigung, zum Beispiel das Löschen einer illegal hergestellten Kopie in Form einer Datei. Daneben gibt es auch eine Verpflichtung zur Unterlassung gleicher Verletzungen in der Zukunft. Das wäre eigentlich recht harmlos. Jedoch erfolgt im Regelfall bei jeder Verletzung eine anwaltliche Abmahnung. Der Anwalt weist Sie dabei auf Ihre Rechtsverletzung hin und verlangt eine schriftliche Unterlassungspflichterklärung. Für diesen freundlichen Rat kann er von Ihnen als Verletzer die entsprechenden Anwaltsgebühren verlangen. Eine echte Geldzahlung ist darüber hinaus zu leisten, wenn nachgewiesen werden kann, dass Sie bei der Nutzung fremder Inhalte vom Fehlen Ihrer Berechtigung tatsächliche Kenntnis hatten oder zumindest ein vernünftiger Mensch in ihrer Situation sich diese Kenntnis unmittelbar verschafft hätte. Die Juristen sprechen insoweit von Vorsatz oder Fahrlässigkeit. Gerade bei größeren Personengruppen
kann die Ersatzpflicht einen erheblichen Umfang annehmen. Stellen Sie sich vor, einen Kurs mit 200 Studenten, wo Sie für jeden Studenten nur einen Euro zahlen müssen, dann kostet Sie das Ganze schon 200 Euro. Die Nutzung fremder Inhalte ist zudem eine Straftat. In der Praxis wird allerdings kaum je eine Freiheitsstrafe, das heißt Gefängnis, verhängt, aber selbst eine Einstellung mit der Auflage einer Geldzahlung einer gemeinnützigen Organisation kann für den Beteiligten durchaus unangenehm werden. Das Urheberrechtsgesetz räumt dem Urheber eine Reihe ausschließlicher Rechte ein. Dazu gehört insbesondere das Vervielfältigungsrecht. Daher kommt auch das englische Wort Copyright. Es geht dabei um automatische Fotokopien durch ein Fotokopiergerät, die Herstellung einer digitalen Kopie von einem analogen Original durch Scannen oder umgekehrt die Vervielfältigung eines digitalen Exemplars durch Drucken, aber auch um das schlichte Abschreiben oder Mitstenografieren eines gesprochenen Textes. Schließlich wäre auch die Aufzeichnung eines Vortrages in analoger oder digitaler Weise oder auch das Mitfilmen eine Vervielfältigung. All diese Rechte stehen ausschließlich dem Urheber und nicht etwa Dritten zu. Demgegenüber hat das Verbreitungsrecht eine deutlich geringere Bedeutung. Dieses verbietet es, nicht in Deutschland bzw. im europäischen Wirtschaftsraum erworbene oder als Privatkopie hergestellte Exemplare eines Werkes an Dritte dauerhaft oder auch nur auf Zeit weiterzugeben. Generell nicht erlaubt ist das Vermieten, also die vorübergehende Überlassung gegen Geld. Beim Versand von E-Mails oder beim Hochladen auf einen Server stellen Sie freilich ohnehin jeweils Kopien im Sinne einer Vervielfältigung her, da ja die Originaldatei auf Ihrer Festplatte verbleibt. Bemerkenswerterweise nicht verboten ist einerseits der Werkkonsum. Wer einfach nur zuhört oder zusieht, muss sich keine Gedanken darüber machen, ob der andere den Inhalt überhaupt vortragen oder zeigen darf. Dem eigenen Konsum gleichgestellt ist aber auch eine nicht öffentliche Wiedergabe, etwa das gemeinsame Singen von Liedern beim Weihnachtsfest im engen Familienkreis. Dem Urheber ausschließlich vorbehalten ist hingegen jede öffentliche Wiedergabe. Dies umfasst natürlich sowohl das Zeigen von PowerPoint- oder Overhead-Folien als auch das schlichte Vorlesen fremder Texte. Ebenso ordnet der Gesetzgeber aber das Bereithalten von Inhalten im Internet zum Streamen oder Herunterladen als öffentliche Wiedergabe oder genauer als öffentliche Zugänglichmachung ein. Eine häufige Frage ist vor diesem Hintergrund, ob denn geschlossene E-Learning-Systeme wie ILIAS oder Veranstaltungen wie Seminare mit überschaubarem Teilnehmerkreis nicht schon mangels Öffentlichkeit völlig unproblematisch sind. Das Gesetz wendet jedoch einen sehr weiten Öffentlichkeitsbegriff an. Die Öffentlichkeit entfällt nach § 15 Absatz 3 nur, wenn entweder jeder einzelne Teilnehmer zu jedem anderen Teilnehmer der Veranstaltung eine persönliche Beziehung hat oder Sie als Dozent zu jedem Teilnehmer und jeder Teilnehmer zu Ihnen eine solche Beziehung unterhält. Eine solche persönliche Beziehung wird in der Tat im Grundschulklassenverband unter Schulkindern angenommen, die sich jede Woche an 5 Tagen zumindest vormittags sehen. Aber bereits bei mehrtägigen berufsweiterbildenden Seminarveranstaltungen in Tagungshotels wird eine solche persönliche Beziehung der Teilnehmer zueinander verneint, da Erwachsene nicht mehr so kontaktfreudig sind und bei solchen Veranstaltungen der Wissenserwerb statt der sozialen Verbindung im Vordergrund steht. Vor diesem Hintergrund wird man weder bei wöchentlichen Seminaren noch bei Blockveranstaltungen eine persönliche Beziehung bejahen können.
Da die geschilderten Rechte ausschließlich dem Urheber zustehen, müssen Sie sich alle anderen Rechte einräumen lassen. Ohne eine Antwort des Urhebers ist also eine Nutzung nach dem Grundsystem des Gesetzes nicht möglich. Der Urheber muss auch nicht jede Anfrage beantworten. Er darf selbstverständlich die Anfrage nach einer Lizenz auch verweigern. Denkbar ist natürlich ebenso gut, dass der Urheber die Nutzung uneingeschränkt erlaubt. Das ist etwa bei Werken der Fall, die als Public Domain oder als CC0 gekennzeichnet sind. Praktisch ist dies aber eine sehr seltene Ausnahme. Der Normalfall ist vielmehr, dass der Urheber seine Zustimmung unter eine Bedingung stellt. Dies kann eine schlichte Geldzahlung sein. Denkbar ist aber ebenso, dass er bestimmte Vorgaben an die Quellenkennzeichnung und die Rechte der von Ihnen hergestellten Bearbeitung stellt. Das ist namentlich bei den Creative Commons Lizenzen, etwa bei Wikipedia, der Fall. Die Lage wird weiter dadurch verkompliziert, dass der Urheber gegebenenfalls gar nicht mehr Inhaber seiner Rechte ist, sondern diese ausschließlich, also sogar unter Ausschluss der eigenen Rechte, einem Verlag oder sonstigen Verwerter eingeräumt hat. Dann ist der Wille des Urhebers auf einmal völlig irrelevant. Er kann nicht mehr über sein eigenes Werk verfügen. Zur Erteilung von Nutzungsrechten ist vielmehr der Verlag zuständig, der regelmäßig seine Zustimmung an Bedingungen, insbesondere eine Geldzahlung oder eine bestimmte Form der Nutzung knüpft. Dies gilt etwa für die von der Universität lizenzierten Datenbanken und E-Book-Sammlungen. Diese dürfen nach den meisten Verträgen nur für das eigene Studium bzw. die eigene Forschung und eigene Lehre genutzt werden, also weder an Dritte weitergegeben noch für sonstige private oder nebenberufliche Aktivitäten genutzt werden. Zum Glück hat der Gesetzgeber zur Sicherung der Wissenschaftsfreiheit und anderer Grundrechte besondere Zugriffsbefugnisse geschaffen, die sogenannten Schranken. Diese sind vorrangig gegenüber vertraglichen Vereinbarungen, sodass man die entsprechenden Rechte nicht durch Vertrag entziehen kann. Jedoch gibt es wieder einmal einen Haken. Der Gesetzgeber hat Verträge, die vor dem 1. März 2018 geschlossen wurden, privilegiert. Durch solche Altverträge kann die Nutzung daher gegenüber den im Normalfall und im Folgenden dargestellten gesetzlichen Regelungen beschränkt sein. Es ist also denkbar, dass die Texte aus universitären Online-Datenbanken ihren Studenten nicht zur Verfügung stellen dürfen, sondern ausschließlich auf diese verlinken. Aber den gleichen Text aus einer Papierquelle kopieren oder scannen dürfen. Das ist unnötig verwirrend, aber vom Gesetzgeber auf Druck der Verlage absichtlich so geregelt worden. Bis März 2018 waren die für die Lehre maßgeblichen Ausnahmeregelungen im Gesetz verteilt, differenziert nach verschiedenen Formen der Nutzungen und wiesen erhebliche Lücken, insbesondere bei Nutzung analoger Exemplare, also Papierkopien, auf. All dies ist heute glücklicherweise nicht mehr der Fall. 60a Urheberrechtsgesetz regelt umfassend und abschließend die Nutzung fremder Inhalte zur Veranschaulichung des Unterrichts und der Lehre. Umfasst ist dadurch nicht nur das Vorlesen oder Vorführen als Präsentation, sondern auch das Fotokopieren und Verteilen, das Scannen und per E-Mail versenden und das Bereitstellen zum Download. Alle diese Fälle werden vom Gesetz einheitlich und gleich behandelt. Privilegiert sind alle Bildungseinrichtungen, was das Gesetz sehr weit versteht. Geschützt sind damit nicht nur Schulen und Hochschulen, sondern alle Einrichtungen der Aus- und Weiterbildung. Damit sind auch Sprachkurse, Weiterbildungsangebote und ähnliche Veranstaltungen,
die nicht zum klassischen universitären Lehrprogramm gehören, eindeutig mit umfasst. Der Gesetzgeber hat als Interessenausgleich allerdings den Umfang der Nutzung begrenzt. Genutzt werden dürfen grundsätzlich nur 15% eines Werkes. Diese werden bei Papiertexten vereinfachend nach Seiten berechnet, wobei Leerseiten und Seiten, die nur aus Bildern bestehen, nicht mitgezählt werden. Bei digitalen Texten soll man hingegen nach Zeichen gehen, bei Musik und Filmen nach Minuten. Von einem 100-Minuten-Film inklusive Abspann dürfen also 15 Minuten gezeigt werden. Von einer 15-Minuten-Serienfolge hingegen nur 7,5 Minuten. Bei sehr kurzen Werken wäre die 15%-Grenze freilich wenig zielführend. Dies betrifft zunächst Bilder. Hier muss man keinen Ausschnitt nehmen, sondern kann unmittelbar die gesamte Abbildung unverändert nutzen. Aber generell werden Werke geringen Umfangs nicht auf eine Prozentzahl begrenzt. Dies betrifft Texte von 25 oder weniger Seiten, da 3,75 Seiten insoweit meist keinerlei Erkenntnisgewinn mehr ermöglichen. Hat man allerdings 26 Seiten, fällt man sofort auf die 15% der Gesamtseitenzahl zurück. Bei Filmen, Hörspielen oder Musik wird die Grenze bei 5 Minuten gezogen. Damit darf man die meisten Popsongs vollständig abspielen, jedoch keine Sinfonien. Das Gesetz geht aber noch weiter und erlaubt die Nutzung von Beiträgen aus Fachzeitschriften und wissenschaftlichen Zeitschriften ohne Begrenzung. Selbst wenn diese einmal 50 oder sogar 100 Seiten erreichen sollten. Für die normalen Kioskzeitungen und Zeitschriften, etwa die FAZ oder den Spiegel, gilt diese Privilegierung nicht. Insoweit verbleibt es bei der 15%-Vorgabe. Etwas anderes kann sich allerdings im Einzelfall aus dem Lizenzvertrag zwischen der Universität und dem jeweiligen Verlag ergeben. Insoweit ist es durchaus denkbar, dass Sie auch längere Textauszüge nutzen können. Insoweit lohnt es sich, bei der Bibliothek nachzufragen. 60a erlaubt nicht, die Inhalte für jedermann zugänglich zu machen. Die Veranstaltungen, die ausgehändigten Unterlagen und der Zugang zu digitalen Inhalten ist vielmehr auf bestimmte begünstigte Personen zu begrenzen. Dies betrifft zunächst alle Lehrenden und Teilnehmer dieser konkreten Veranstaltung. Nicht gemeint sind alle Teilnehmer eines Studienganges oder gar der gesamten Universität. Der Zugang ist also zwingend mit der Kursteilnahme, nicht allerdings notwendig mit einer physischen Anwesenheit im Hörsaal zu verbinden. Zudem darf umfassend allen Lehrenden und Prüfenden der gesamten Universität Zugang eröffnet werden. Dies betrifft vor allem Übungsleiter bzw. Arbeitsgemeinschaftsleiter sowie Lehrende im selben Modul sowie Lehrende von aufbauenden oder zugrunde liegenden Veranstaltungen zur Koordination des jeweiligen Vorlesungsstoffes. Ein konkreter Bezug zu der jeweiligen Veranstaltung ist insoweit vom Gesetz aber nicht vorausgesetzt. Schließlich darf auch Dritten der Zugang ermöglicht werden, soweit es nur um die Präsentation des Unterrichts, etwa bei einem Tag der offenen Tür oder einer Lehrprobe, oder der Unterrichts- und Lernergebnisse, etwa bei einer Projektpräsentation geht. Gerade Letzteres ist bei vielen Studiengängen, etwa Architektur, sehr bedeutend. Die Ausnahmen zu dieser weiten Berechtigung sind überschaubar. Zunächst ist der Mitschnitt fremder Live-Veranstaltungen, auch von Filmvorführungen oder Konzerten, zum Zwecke des Unterrichts ausgeschlossen. Zudem dürfen Schulbücher zum Unterricht in der Schule nicht kopiert, vorgelesen oder online zugänglich gemacht werden, beziehungsweise per Folie etc. präsentiert. Für die Universität gibt es jedoch weder für Lehrbücher noch für Schulbücher eine entsprechende Beschränkung. So kann also in einer Didaktikvorlesung oder auch einem Sprachkurs außerhalb der Schule ein Schulbuch zur Illustration genutzt werden.
Schließlich dürfen Noten oder ähnliche Darstellungen von Musik nur zum Download angeboten, nicht jedoch auf Papier oder per E-Mail verteilt werden. Dies betrifft auch etwa Noten für ein Universitätsorchester oder für einen Chor zum Mitsingen. Die legale Verwendung setzt eine Quellenangabe voraus. Die Anforderungen sind insoweit jedoch überschaubar. Es muss für die jeweilige Zielgruppe die Identität des Urhebers klar werden und die Möglichkeit zur Beschaffung des Originals bestehen. Die Angaben können zusammengefasst am Anfang oder Ende der Präsentation stehen oder jeweils unter der einzelnen Folie. Ein bestimmter Zitierstil ist nicht einzuhalten. Die Quellenangabepflicht gilt unabhängig davon, ob es um wissenschaftliche Texte oder bloße Internetquellen, etwa Facebook-Posts, geht. Zum Abschluss noch ein kurzer Hinweis. Die Nutzung von Inhalten im Rahmen der Lehre ist selbstverständlich nicht kostenlos. Vielmehr ist dafür eine Vergütung zu zahlen. Eine Ausnahme gilt nur für das Präsentieren und Vorlesen im Hörsaal, für das eine Entgeltpflicht explizit ausgeschlossen ist. Allerdings erfolgt diese Vergütung pauschal bzw. auf Grundlage von Stichproben, sodass die noch vor kurzem diskutierte Einzelmeldung jeder hochgeladenen Datei nicht erforderlich ist. Anspruchsberechtigt sind auch nicht etwa die einzelnen Urheber oder Verlage selbst, vielmehr wird einheitlich mit den Verwertungsgesellschaften, etwa der GEMA für Musik oder der VG Wort für Texte, abgerechnet. Als Lehrender hat man damit selbst nicht viel zu tun, denn die Vergütungspflicht trifft die jeweilige Bildungseinrichtung und nicht denjenigen, der die fremden Inhalte nutzt. Damit sind wir auch am Ende unseres Überblicks angekommen. Ich hoffe, dass Sie die wesentlichen Informationen mitgenommen haben. Gerne können Sie Rückfragen auch elektronisch als Kommentar oder per E-Mail an michael.börskens@unipassau.de stellen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.